Oh, schon wieder der Torwart. Ah, no. Oh. Oh Gott. What the fuck? Was macht er? Okay, Pedro. Aber ich hab Frank. Ein Tourist, lass keine Türken im Stich. Hallo, Servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. So, als erster vielen Dank für das Feedback von Ribéry Wechsel zu Österreich. Scheint extrem gut angekommen zu sein, hat mich richtig gefreut. Vor allem sind jetzt auch viele Österreicher auf mich aufmerksam geworden, weil ich bin ja eigentlich aus Österreich, also ich lebe in Wien. Und normalerweise haben wir es eher nur so Leute aus Deutschland kommentiert. Schöne Grüße an meine deutschen Freunde. Ich danke euch vielmals. Ich habe eigentlich schon angekündigt, dass es entweder Türkei oder Kroatien wird. Glaube ich, habe ich erwähnt. Egal, wenn nicht. Auf jeden Fall, heute ist es Ribéry Wechsel zu Türkei. Ich habe mich bewusst für die Türkei entschieden, weil ich eigentlich auch einen großen Anteil an Türken habe in meinem Freundeskreis. Seni Seviyoro, meine Freunde. So, ja, ich denke mir, dieses Team schaut auch gar nicht mal so schlecht aus. Wir machen allerdings doch die zwei Silberspiele unter Torwart Babacan. Ziemliche Sorgen, weil, ja, ich habe einfach Angst, dass die doch ein bisschen überrennt werden, weil ich sehe gerade, er hat 57 Dribbling Assis. Das heißt, er hat nicht mal irgendwie einen Hauch von Beweglichkeit. Ada Turan werde ich heute im zentralen Mittelfeld spielen lassen, wegen Gökhan Töre. Der hat 4 Sterne Skills und ich denke mir, durch seine Geschwindigkeit passt er auch sehr, sehr gut am Flügel. Mittelstürmer wird bei uns sein Inform Calhanoglu. Der hat im letzten EM-Spiel auf dieser Position gespielt. Dann habe ich dann noch Erdogan. Ich weiß gar nicht, ob der im Nationalteam spielt. Ich habe aber mal gegen einen gespielt, der diesen Spieler hatte. Der hat mich voll extrem überzeugt. Ich habe mir gedacht, okay, den werde ich dir noch gleich ausprobieren. Das heißt, heute wird das so sein, dass ich Tufan auswechseln werde. Innan wird dann zentral defensiv kommen. Und Ribéry wird heute zentral im Mittelfeld spielen. Ich denke mir, der wird auch ziemlich oft an den Ball kommen. Und ich bin wirklich extrem gespannt, wie sich dieses Team spielen wird, weil ja, ich habe eigentlich, bis auf Calhanoglu, habe ich noch nie einen Spieler von denen gespielt. Ich habe noch nicht mal Ada Turan jemals gespielt, also ich wüsste das jetzt überhaupt nicht. Von daher, ich bin ziemlich gespannt. Ich hoffe, dass ich mit denen auch zumindest ins Finale komme, aber ihr dürft mir einfach nicht böse sein, wenn ich jetzt da zum Beispiel auch diese Runde ausscheiden könnte, also ich kann diese Runde ausscheiden. Und ja, ich wollte einfach sagen, hoffentlich seid ihr mir da nicht böse, weil ja, es lässt sich nicht jedes Team gleich gut spielen. Mit Österreich wirklich habe ich sensationell gut spielen können. Ich weiß nicht warum, es hat das eine Rad aufs andere zusammengepasst und jetzt müssen wir mal schauen, ob das bei der Türkei jetzt auch so sein wird. Und bevor ich jetzt das Spiel starte, ich gucke jetzt mal, ob ich das Wappen habe und das Trikot. Übrigens, bitte beantwortet mir eine Frage, schreibt es ruhig in den Kommentaren. Sind die Nationaltrainer nicht mehr dabei? Weil Marcel Koller habe ich jetzt nicht gefunden. Und Farin, den Imperator, Farid Terim, habe ich jetzt auch nicht gefunden. Entweder sind die nicht am Markt oder ich habe dir irgendwas verpasst, dass sie jetzt nicht dabei sind. Also ich würde euch sehr danken, dass ihr mir diese Frage beantworten könnt, weil ich will es gerade nicht googeln. Also meine Freunde, ich suche mir schnell die Trikots raus, weil ich glaube, die habe ich sogar im Verein. Und ich melde mich dann, sobald ich einen Spieler gefunden habe. Also, bis gleich. Ich glaube, ich schicke meine Spieler noch kurz Kebab essen, Börek, Döner, keine Ahnung. Döner und Kebab ist eh dasselbe. Endlich einen Spieler gefunden. Es ist Senapel. Das Wappen hatte ich leider nicht. Dafür hatte ich das Auswärtsdress. Er hat, okay, so Mittelklasse Premier League Team, was hier nicht schlecht ausschaut. Kevin Wimmer ist dabei. Gibbs, Pedro, Giroud, Lallana, dürfte es sein, Henderson. Okay, dann wünsche ich mir viel Glück. Ich hoffe, dass ich wirklich mal eine Runde weiterkomme.
Und das alles weitere ist ein Bonus, also ich bin ziemlich gespannt. Da kann ich mich schon auf was gefasst machen. Fast sogar gleich das Gegentor. Fuck. Babacan hat das geregelt, richtiger Baba. Unseren Tourist habe ich jetzt auch schon reingeschmissen. Halt dein Schnauz. Oh! Du bist schnell. Okay, der auch. Okay. Baba, oh Gott. Fuck, Slalomlauf. Oh na. Also das ist wirklich sehr schwierig zum Spielen, das Team. Muss man schon sagen, da hat mir Österreich um einiges besser gefallen. Also mit denen kann man kombinieren? Nee. Sorry meine türkischen Freunde, aber das ist, geht gar nicht. Schau, das ist keine Beweglichkeit, kein gar nichts. Boah, jetzt habe ich geglaubt, 11 Meter. Oh, schon wieder der Torwart. Ah, no. Oh Gott. What the fuck? Jawohl, Erdogan, ich hab's euch gesagt, also... Der begeistert mich richtig, der ist so flink. 90 Tempo fühlt sich extrem schnell an. Also Aubameyang, ich habe vorher mit der Inform-Karte gespielt. Richtig Banane, aber der angast. Sehr schöner Pass von Hakan. Und Yusuf Erdogan hat vollendet 1-1 prima gemacht. No. Mann, die sind so... Shit. Scheiß Innenverteidiger, sorry. Tut mir leid, falls ich wen beleidige, der was die zwei gerne hat, aber boah. Im Spiel müssen die nicht unbedingt sein. Aber Erdogan. Und Tourist. Frank Ribéry, unser Tourist Guide, bringt die Türkei wieder zurück. 2-2. Frank Ribéry. Also ich habe mich eigentlich verdrückt. Ich wollte eigentlich wieder mal meinen Lieblingstrick machen. Ging gerade nicht, aber Hacke zu Hacke ist zum Glück gegangen. Rob, ich glaube, der tut sich mit Skinnern ein bisschen schwer. Das heißt, ich werde da ein bisschen ansetzen. Wieder 2-2. Ja. Nicht schon wieder. Wow! So. Oh, das! Nein! Nein! Mann! Shit! Fuck! Das wäre jetzt aber schon verdient gewesen. Shit! Regt mich gerade extrem auf. Oh! Also Statistik? Er ist ziemlich passig, ja? Ist mir aber gar nicht aufgefallen. Verdammt. Ich wusste sofort, dass ich diesen Effekt einbauen werde. Aber ja, ziemlich ausgeglichen. Gut, machen wir weiter. Also Thuram begeistert mich nicht so. Aber doch, er hat gewonnen. Oha! Was rede ich da? Er sicher begeistert mich. Thuram! Mit dem Assist zu Inan. Heißt das Selçuk Inan? Kann das sein? Oh Gott, 3-2, Selçuk Inan, genau, 3-2. Ich hätte mir das am Anfang nicht gedacht, weil die haben sich wirklich so gespielt wie kleine Kieselsteinchen, aber wenn ich mich jetzt zurückgerede, das habe ich auch gesagt zu Österreich und bin mit denen bis ins Finale gekommen. Sehr schön gemacht. Wow. Oh Gott, nee. Abseits, du. Also Inan ist auch nicht schlecht. Wow, super Kombination. Wow. Was macht er? Okay, Pedro. Aber ich hab Frank. Ein Tourist, lass keine Türken im Stich. Jawohl, Ada Turan. Oh. Abseits, egal. War trotzdem schön, oder? Ist das ein Tor? Hab ich ein Tor geschossen, ne?
Ich habe ein Tor geschossen, ich habe gedacht, das war abseits. Und dann schaue ich so, 4-2, habe ich schon 4 Tore geschossen. Wow, Hakan Çalhanoğlu. Oh Gott, das beginnt ja richtig fresh. Rot. Jetzt ist er, glaube ich, ziemlich frustriert. Wäre ich auch. Rot, du Flossiter. Sonst kommt mal. Du, was rede ich da schon wieder für einen Kacker? Fuck you! Nee. Oh, Inan. Inan! Selçuk Inan, was hat der gemacht? Ich hab glaubt, das war Ala Turan, deswegen ich hab mir gedacht, ja, ich mache einen Werberspin. Ich denk mal, warum geht das nicht? Aber was macht der? Wahnsinn, das muss ich mir unbedingt anschauen. Das muss ich mir unbedingt ansehen. Schaut, was der macht. Oh Gott. Eine Non-Rare-Karte, Bursche. Eine Non-Rare-Karte. Ich glaube, der hat seinen Controller kaputt gemacht. Vorbei. 5-2 gewonnen. Ich hätte mir das nie gedacht. Ich habe geglaubt, die Anfangsminuten. Fuck the shit, was soll das? Extrem scheiße zum Spielen. Ja, meine Freunde, gehen wir weiter.